Guten Abend, bei mir im Zentrum mit dem Thema das Ende der Ära Kurz, ÖVP zwischen Krise und Aufbruch. Der neue Stil, die neue Volkspartei, das war die Kernbotschaft von Kurz. Das Neue hat sein Nachfolger Karl Niehammer gestrichen. Ist damit wieder alles beim Alten? Inmitten aller Krisen, Ukraine-Krieg, Pandemie, Monsterinflation, muss der Bundeskanzler parallel die Krise in seiner eigenen Partei managen. Personalkarussell, U-Ausschuss, Inseratenaffäre. 100% Zustimmung als Obmann. Doch letztlich entscheiden Wahlergebnisse über Sieg und Niederlage eines Parteichefs. 4 Landtagswahlen im kommenden Jahr werden es zeigen. Wohin wird Karl Niehammer die ÖVP inhaltlich führen? Seine Vorgänger haben das in Reden an die Nation formuliert. Das historische Datum, heute vor genau 67 Jahren wurde der Staatsvertrag unterzeichnet, war der Anlass. Den Anfang macht Alois Mock 1983. Er betont in seiner Rede zur Lage der Nation keine Steuererhöhungen, sondern budgetäre Sparsamkeit. Ich bin überzeugt, dass es nicht unbedingt ein Nachteil sein muss, wenn die öffentliche Hand weniger Geld zur Verfügung erhält. Mehr privat, weniger Staat ist 18 Jahre später die zentrale Doktrin. Österreich soll vom selbstzufriedenen Verwaltungsstaat zum bürgernahen Leistungsstaat werden. Nach dem Verlust des Kanzlersessels 2006 versucht der schwarze Hoffnungsträger Josef Pröll mit seiner Perspektivengruppe der Partei ein liberales Image zu verpassen und startet einen Anlauf zu einer grundlegenden Verwaltungsreform. Ich werde daher dem Bundeskanzler vorschlagen, nächstes Jahr eine Art Konklave einzuberufen. Auf Basis der bis dahin vorliegenden Expertenergebnisse sollen Bundeskanzler, Finanzminister, Landeshauptleute und die Spitzen der Verwaltung verhandeln, bis weißer Rauch aufsteigt. Der weiße Rauch bleibt aus. Dafür bleibt die ÖVP in all den Jahren ihrer wirtschaftsliberalen Programmatik treu. Nicht knebeln, die Wirtschaft entfesseln, das ist der Auftrag. Dass die ÖVP aber auch andere Töne anschlagen kann, zeigt Johanna Mikl-Leitner 2 Jahre zuvor bei ihrer Wahl zur ÖAAB-Obfrau. Her mit den Millionen, her mit dem Zaster, her mit der Marie. 2017 folgt Sebastian Kurz als neuer ÖVP-Obmann auf Reinhold Mitterlehner. Es muss uns schon irgendwo nachdenklich stimmen, wenn ich jetzt in der Reihe der 4. Parteiobmann hintereinander bin, der seine erste Funktionsperiode nicht vollendet. Kurz verpasst der Partei einen neuen Namen, eine neue Farbe und ein neues zentrales Thema. Die Mittelmeerroute, die gehört geschlossen und zwar besser heute als morgen. Das Ergebnis, die ÖVP erobert 11 Jahre nach Wolfgang Schüssel wieder den Kanzlersessel. God, we thank you so much. Vater, wir danken dir so sehr for this man. Für diesen Mann. Von Schüssels Privatisierungsdoktrin ist heute allerdings nicht mehr viel zu hören. Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Karl Niehammer überraschte zuletzt mit seinem Vorschlag einer Gewinnabschöpfung von börsennotierten Energieunternehmen. Und gestern... Wir müssen dafür sorgen, dass die Armen nicht ärmer werden. Wir müssen aber gleichzeitig dafür sorgen, und das ist auch Volkspartei, dass die, die arbeiten gehen, von dem leben können, was sie verdienen. Denn Leistung soll und muss sich lohnen. Und wir müssen die Unternehmerinnen und Unternehmer unterstützen bei dem, was sie tun. Das ist Volkspartei. Das gehört zusammen, nicht getrennt. Meine Gäste heute Abend, Laura Sachs-Lehner, die ÖVP-Generalsekretärin, sagt, die Volkspartei führt Österreich gut und sicher durch Krisenzeiten. Franz Fischler, der ehemalige EU-Kommissar, ÖVP meint, Krisenbewältigung ist der Blick zurück. Nur durch das Setzen klarer Ziele kann die ÖVP Aufbruch vermitteln. Fritz Blasser, der Politikwissenschaftler, ist sicher, das ist die letzte Chance für die ÖVP. Und Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin des Magazins Profil, sagt, die ÖVP ist mit dem giftigen Erbe von Sebastian Kurz schwer belastet. Auf ORF On können Sie unter debatte.orf.at/im Zentrum online debattieren. Ihnen allen einen schönen guten Abend. Herr Fischler, August Wöginger, der Clubobmann der ÖVP, hat gestern beim Parteitag gemeint,
Karl Nehammer habe das Ruder fest in der Hand und führt das Segelschiff aus dem Sturm in ruhigere Gewässer. Wenn man das Bild natürlich vervollständigt, heißt das, dass Sebastian Kurz das Parteischiff in den Sturm manövriert hat. Was ist denn aus Ihrer Sicht der Unterschied zwischen Sebastian Kurz und Karl Nehammer, um dieses Parteischiff tatsächlich wieder in ruhigere Gewässer führen zu können? Ich denke, da gibt es eine ganze Reihe von Unterschieden. Ja. Erstens ist der Karl Nehammer ein anderer Typ. Er ist einer, dem auch Grundsätze wichtig sind. Das hat er ja auch bei seiner Rede am Parteitag klargemacht. Und nicht jemand, der nur auf Wirkung aus ist und nicht jemand, der nur darauf schielt, wie also jetzt die letzte Meinungsumfrage ausgegangen ist und daraus dann seine politischen Konsequenzen zieht. Das ist, glaube ich, beim Karl Nehammer deutlich anders. Dann hat der Karl Nehammer auch, glaube ich, die Eigenschaft, dass er vertrauenswürdiger oder vertrauensgewinnender ist, als das der Sebastian Kurz war. Was er, der Karl Nehammer, nicht ist, muss man auch fairerweise sagen, er ist nicht so ein Strahlemann, wie das der Sebastian Kurz in seiner guten Zeit gewesen ist. Herr Blasser, in der Geschichte der ÖVP gibt es prägende Parteichefs. Wir haben gehört, wie Reinhold Mitterlehner mit Bitterkeit gemeint hat, dass es nachdenklich stimmen müsste, weil er eben der vierte war, der die Funktionsperiode, die erste, nicht fertig gemacht hat. Es gibt prägende und weniger prägende, sogenannte Übergangschefs. Wo würden Sie denn Karl Nehammer aus Ihrer Sicht einordnen? Am Beginn einer Ära. Es erscheint mir jetzt wirklich zu früh zu bilanzieren, ob Nehammer Übergangs-ÖVP-Obmann, ob er in 2, 3 oder 4 Jahren noch immer ÖVP-Obmann ist. Er ist gestern erst gewählt worden in diese Funktion. Selbstverständlich ist er kein Newcomer, er ist der österreichische Bundeskanzler, aber seit gestern auch offiziell und tatsächlich mit der Führung der ÖVP betraut. Ich sehe viele, prägende Persönlichkeiten, die man sich als Vorbild nehmen könnte, wenn ich an die letzten 50 Jahre denke, wo ich die ÖVP immer wiederum beobachtet habe oder sogar bei ihr mitgearbeitet habe, vor langer, langer Zeit. Für mich in der neueren Parteiengeschichte wäre das, und da spreche ich wirklich von einer Ära, die Zeit von Alois Mock als Parteiobmann, die nicht zum erwünschten Erfolg geführt hat, nämlich Eroberung der Kanzlerschaft 1986. Noch 11 Wochen vorher wäre es möglich gewesen, dann, ich verliere mich jetzt nicht in der Geschichte, aber der Aufstieg der Wahlpolitische in kurzer Zeit von Jörg Haider und der FPÖ, der in Wirklichkeit dazu geführt hat, dass die ÖVP am Wahltag nicht einmal 2% hinter der SPÖ zurückgeblieben ist. Aber es war eine Ära, er ist auch weiter Parteiobmann geblieben, noch einige Jahre, Alois Mock, die in vielen, es ist auch im Vorspann angesprochen worden, Erklärung zur Lage der Nation, der Versuch hier wirklich eine wirtschaftspolitisch, wirtschaftsliberale, moderne, industrielle Modernisierung und vieles andere und Privatisierung auch auszuarbeiten, zu artikulieren, das ist alles verbunden mit der Ära Alois Mock. Zweite, es kommen jetzt nicht sehr Namen, wäre Wolfgang Schüssel, auch wenn seine Ära als Parteiobmann nicht so lange war wie die von Alois Mock, aber er hat es geschafft, Bundeskanzler zu werden. Und in den ersten Jahren oder in der ersten Phase dieser Kanzlerschaft, ich denke da vor allem an die Jahre 2000 bis 2003, 2004, dann ist einiges nicht mehr ganz so funktioniert. Aber doch tiefreichende Reform gemacht, die uns auch heute noch beschäftigen. Und der dritte, auch wenn das jetzt nicht sehr, sehr populär ist, wäre für mich jetzt im Rückblick auch das Phänomen Sebastian Kurz, der sicher in zukünftigen Parteigeschichten ein eigenes Kapitel bekommen wird. Apropos Sebastian Kurz, Eva Linsinger, der Thesensatz von Ihnen lautet, die ÖVP hat ein giftiges Erbe von Sebastian Kurz bekommen. Was bedeutet das? Was muss die ÖVP tun?
Das Erste sind die enttäuschten Erwartungen. Sie haben es im Vorspann gesagt, es wurde neuer Stil versprochen, es wurden Jets und Boston-Schacher geliefert. Das Zweite ist ein populistischer Politikstil, der auf viel Show setzt, aber wenig Substanz. Die ganze Wirtschaftskompetenz früherer Obleute ist verloren gegangen. Und das Dritte ist Korruptionsermittlungen von Wien bis Bregenz. Karl Nehammer ist zu 100% gewählt worden zum Obmann einer Partei, gegen die die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ermittelt. Und es stehen eine Menge aktiver und ehemaliger ÖVP-Politiker im Fokus von Ermittlungen. Sebastian Kurz, Gernot Blümel, Wolfgang Sobotka, August Wöginger, Sophie Kamersin, Wolfgang Brandstätter, die ehemaligen Finanzminister Hartwig Löger, Josef Bröll, Hans-Jörg Schelling, Thomas Schmidt, Und ich habe jetzt sicher noch einige vergessen, aber allein diese lange Liste zeigt, dass da natürlich ein Korruptionsproblem da ist. Das haben manchmal Parteien, wenn sie zu lange oder sehr lange sehr dominant regieren. Die Sozialdemokratie hatte das in den 80er Jahren. Und da hilft es aber nichts, wenn man sich in eine Opferrolle begibt, wenn man sagt, dass alle anderen so gemein sind. Da hilft wirklich nur schonungslose Transparenz, eine Transparenzoffensive. Und diesen Versuch der Aufarbeitung, den habe ich beim Parteitag wirklich vermisst. Frau Sachs-Lehner. Was sagen Sie dazu? Eva Linsinger hat diesen Versuch der Aufarbeitung vermisst beim Parteitag und es fehlt doch die Transparenz und den Willen, diese Korruptionsaffären restlos aufzuklären oder aufzuräumen. Naja, es wird Sie jetzt nicht wundern, dass ich der Frau Linsinger natürlich in vielen Punkten widersprechen muss. Also zum einen sehen wir, dass wir gestern beim Parteitag wirklich ein herausragendes Ergebnis für unseren Parteiobmann erzielt haben, 100%. Das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Zeichen der Geschlossenheit. Und um gleich auf das zu replizieren, was gesagt wurde, ich möchte schon klarstellen, dass auch in den vergangenen Jahren sehr, sehr vieles passiert ist. Ganz im Gegenteil zu dem, was Sie gesagt haben. Unter Sebastian Kurz sind einige weitreichende Reformen beschlossen worden, wenn man sich zum Beispiel anschaut, die Reform der Sozialversicherungsträger, die Einführung des Familienbonus und. Ich werde Ihnen jetzt nicht alle Maßnahmen aufzählen. Da ist schon wirklich viel passiert. Und wir haben Sebastian Kurz in diesem Zusammenhang auch sehr viel zu verdanken. Er hat Herausragendes für die Volkspartei geleistet. Aber wir haben gestern sozusagen ein neues Kapitel eingeläutet. Das Leben geht ja weiter. Und auch in Bezug auf diesen Pauschalverdacht, der immer gegenüber der Volkspartei geäußert wird, muss ich ehrlicherweise sagen, also zum einen muss man den natürlich auf Schärfste zurückweisen, weil wir sind als Volkspartei die größte Partei in diesem Land und dass da einfach pauschal ein Vorwurf gegen eine ganze Partei mit 600.000 Funktionären geäußert wird, das kann ich wirklich beim besten Willen nicht nachvollziehen. Und weil Sie sozusagen aufgezählt haben, gegen wen alle ermittelt wird, da darf ich Sie schon noch darauf hinweisen, dass genauso jede Woche Ermittlungen und Anzeigen gegen Vertreter der Volkspartei eingestellt werden. Gegen Wolfgang Sobotka zum Beispiel mittlerweile die 5. Anzeige. Und das ist etwas, was man bei all diesen Dingen schon noch dazu sagen sollte. Aber die ÖVP ist die einzige Partei, die im Fokus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft steht. Naja, die längste Zeit war die FPÖ schon auch dabei. Als Partei glaube ich nicht. Nein, viele nicht. Einzelpersonen. Als Partei nicht, nur Personen, das stimmt. Ja. Sie haben gesagt, besser. Herr Fischl in der Tiroler Tageszeitung an diesem Wochenende, dass Karl Nehammer gesagt hat, die ÖVP habe kein Korruptionsproblem. Das stimmt nicht, sondern man müsse in die Offensive gehen. Inwiefern? Das ist meine Meinung und ich glaube auch, wenn wir hier heute eine spannende Diskussion sozusagen über die Zukunft Österreichs und damit auch die Zukunft der ÖVP führen wollen, dann müssen wir ein bisschen weg von diesem Hickhack, ja, sondern müssen also wirklich perspektivisch denken und diskutieren. Und ich bin also tatsächlich davon überzeugt und nicht nur ich, das ist die große Mehrheit, dass eigentlich im Zusammenhang mit den Vorwürfen, die da alle im Raum stehen, es nicht viel hilft, wenn man sozusagen immer nur das zugibt, was einem gerade nachgewiesen wird, sondern ich glaube, dass es also hier ungeheuer nützlich und nur so kann man sich von diesem Rattenschwanz an Dingen, die wir da hinter uns herziehen, lösen, dass man in die Offensive geht. Und offen in die Offensive gehen heißt ganz konkret, erstens, das habe ich übrigens auch da in diesem Interview gesagt, also erstens, wir brauchen volle Transparenz. Ja. Transparenz ist das einzige Mittel, sozusagen ein echtes Gegengift gegen Korrumpierung. Ja. Und das wirkt ja dann nicht nur in Bezug auf die ÖVP, sondern auf alle, ja, weil es ist ja niemand vor Korruption gefeit.
Das Zweite, was es braucht, ist, ich glaube tatsächlich, dass in diesem ganzen Geschehen eine große Rolle spielt, die Art und Weise, wie man in den letzten Jahren die Medien gefördert hat. Also ich glaube, auch hier braucht es einen neuen Ansatz, einen qualitätsbezogenen Ansatz und nicht einen Ansatz, dass der mehr Geld kriegt, der gewissermaßen positiv über mich berichtet. Ja. Und das Dritte, was also, glaube ich, auch noch ungeheuer wichtig ist, wenn man von diesen ganzen Korruptionsdingen wegkommen will, ich glaube, man braucht Kontrolle. Ohne eine klare und funktionierende Kontrolle nützen alle gesetzlichen Vorschriften und was immer man sonst da alles erfindet, nichts. Also zum einen muss man da natürlich schon dazu sagen, dass wir in letzter Zeit und in den letzten Wochen und Monaten als Volkspartei erleben, dass wir vor allem mit anonymen Vorwürfen konfrontiert sind, mit anonymen Anzeigen. Und wir leben natürlich schon in einem Rechtsstaat, wo es nicht sein kann, dass man einfach pauschal gegen alle Politiker der Volkspartei Vorwürfe erhebt und dann sozusagen monatelang durch die mediale Vorverurteilung betroffen ist. Aber es geht ja nicht um die anonymen Anzeigen, weil anonyme Anzeigen oder beziehungsweise Anzeigen haben sie ja auch einmal gegen die SPÖ, die wurden ja auch niedergeschlagen, haben sie auch gegen die SPÖ getan, sondern Franz Fischler meint ja jetzt, was jetzt am Tisch liegt, hier sollte man eben nicht immer nur zugeben, was einem nachgewiesen wird, volle Transparenz, stimmen Sie ihm nicht zu? Naja, ich möchte nur das zu Ende ausführen, was ich vorher angefangen habe. Es ist natürlich schon klar, dass da, wo konkrete Vorwürfe im Raum stehen, die müssen natürlich aufgeklärt werden. Das soll auch ermittelt werden, das soll man sich genau anschauen, das soll auch hinterfragt werden. Und da sagen wir als Volkspartei auch, dass wir uns an jeglicher Aufklärung beteiligen. Aber, und ich sage auch dazu, es gibt natürlich auch Bereiche im politischen System in Österreich, wo man sicher darüber diskutieren kann, wo es mehr Transparenz braucht. Zum Beispiel beim Parteienfinanzierungsgesetz. Ja, das ist sicher eines dieser Themen. Es geht eigentlich im Prinzip um was anderes. Es geht darum, Voraussetzungen zu schaffen in Österreich, dass Korruption in dem Maße gar nicht mehr entstehen kann. Das ist eigentlich der zentrale Punkt, um den es geht. Ja, und da liegen einfach etliche Vorhaben schon sehr, sehr lange auf Eis. Es gibt immer noch das Amtsgeheimnis, es gibt immer noch kein Informationsfreiheitsgesetz, es gibt immer noch keine gläsernen Parteikasten, also ein Parteifinanzierungsgesetz, das diesen Namen auch verdient. Es gibt, Franz Fischl hat es angesprochen, es gibt immer noch kein sauberes Medienförderungsgesetz. Und all diese Dinge wären notwendig, wenn man Transparenz schaffen will, wenn man Korruption verhindern will, weil allein diese Idee, dass es kein Anrecht auf Wissen gibt, auf Informationen gibt, allein diese Idee, dass Geldflüsse quasi nicht offengelegt werden, die fördert natürlich Korruption und Transparenz, würde das Gegenteil machen. Das Informationsfreiheitsgesetz gibt seit einem Jahr, liegt der Entwurf am Tisch. Die grüne Clubchefin Sigrid Maurer hat heute im Hohen Haus gesagt in einem Interview, an Ihnen liegt es nicht, sondern es liegt eben am Koalitionspartner, dass das noch nicht beschlossen wurde. Da geht es eben darum, dass man wirklich nachvollziehen kann, welche Förderungen wurden vergeben etc. Also das ist das zum Beispiel auch, was Sie meinen, weil das eben ein Mittel gegen Korruptionsbekämpfung ist. Woran liegt das, dass es noch nicht beschlossen wurde? Naja, es liegt in keinster Art und Weise an der Volkspartei. Der Bundeskanzler hat es gestern eh in seiner Rede angesprochen. Wir sind absolut für ein Informationsfreiheitsgesetz. Es hat ja zu dem Entwurf unglaublich viele Stellungnahmen von Gemeinden, Bundesländern etc. gegeben. Da gibt es jetzt intensive Verhandlungen, wo man versucht, sich darauf zu einigen und auch einen praktikablen Entwurf vorzulegen. Und zum anderen auch noch zum... Der Entwurf liegt ja schon da. Soll er geändert werden? Es gibt unglaublich viele Stellungnahmen und man schaut sich natürlich an, wie es eine praktikable Lösung geben kann, dass wirklich Gemeinden, Bundesländer und natürlich auch die Bundesebene dann damit ordentlich arbeiten können und es am Ende des Tages auch Sinn macht. Aber ich möchte schon noch betonen, weil das Medientransparenzthema auch angesprochen wurde, dass es auch da einen Prozess gibt. Auch da wird ein neues Medientransparenzpaket verhandelt und auch beim Thema Parteienfinanzierung haben wir ein sehr ausgewogenes Paket vorgelegt und in Begutachtung geschickt, wo sogar stärkere Einschränkungsrechte für den Rechnungshof vorgesehen sind. Aber beim Informationsfreiheitsgesetz möchte ich schon noch mal trotzdem kurz dabei bleiben. Das wurde ja ausverhandelt und da hat die Verfassungsministerin Caroline Edtstadler von ihrer Partei und eben von den Grünen, das wurde ja schon ausverhandelt. Also soll das so beschlossen werden oder soll es noch Änderungen geben? Und wo hapert es?
Es gibt, wie gesagt, so unglaublich viele Stellungnahmen und das ist natürlich immer in so einem politischen Prozess, dass man sich anschaut, wie kann man am Ende des Tages eine praktikable Lösung zustande stellen, mit der alle politischen Ebenen und Organisationseinheiten auch wirklich arbeiten können. Das ist nichts Ungewöhnliches, das gibt es nicht nur beim Informationsfreiheitsgesetz, sondern auch bei vielen anderen Themen. Es ist ja auch jetzt zum Beispiel so beim Parteienfinanzierungsgesetz, dass wir es in Begutachtung geschickt haben. Trotzdem wird mit den Oppositionsparteien noch verhandelt, weil das Ziel ist, dass sozusagen es eine breite Zustimmung gibt. Also das sind ganz normale politische Prozesse und liegt in keinster Weise an der Volkspartei. Aber was der Bürger sich erwartet, ja, dass verhandelt wird, das ist ja klar, das muss man ja nicht jetzt da im Detail ausführen. Ja. Was der Bürger wissen will, ist, wann wird es im Plenum beschlossen? Das ist das, was erwartet wird. Und dann, nachdem also die ÖVP die Regierungspartei ist, ist sie einmal halt einfach dazu da, das zu sagen, wann es soweit sein wird. Ja, gerade Sie werden wissen, dass es manchmal eine gewisse Zeit der Vorarbeit und auch der Verhandlungen braucht, bis gewisse Dinge beschlossen werden. Und ich glaube, den Bürgern ist sehr wohl bewusst, was wir alles jede Woche beschließen und auf den Weg bringen. Also insofern, das würde ich in diesem Fall zurückweisen. Ich glaube, dass ein bewusst ist, wie viel wir arbeiten. Der Entwurf liegt am Tisch seit einem Jahr, wird es heuer geben? Um jetzt noch ein Ding... Ja, Sie werden sich vorstellen, dass ich jetzt nicht Gesprächen zwischen der Gemeindeebene, der Landesebene und der Bundesebene vorgreifen kann. Und insofern, sobald der Entwurf fertig ist, wird er natürlich vorgelegt und dann auch beschlossen. Herr Blasser, ist das auch einer der Gründe unter Umständen, warum hier schon auch die Umfragen runtergegangen sind bei der ÖVP, Sachen Korruptionsbekämpfung? Also der pauschale Korruptionsvorwurf gegen einzelne ÖVP-Politiker und Funktionäre belastet die ÖVP auch in dem öffentlichen Erscheinungsbild außergewöhnlich. Es ist oft erschreckend, wenn man in Umfragen eben Meinungsbilder über Parteien erhebt, wie stark es derzeit mit der ÖVP in Verbindung gebracht wird. Was wiederum im Rückschluss nicht weiter verwunderlich ist, wenn man sich die massenmediale Berichterstattung, aber letztlich auch Arbeiten, Korruptionsstaatsanwaltschaft und immer wiederum tauchen neue Vorwürfe, die ich nicht beurteilen kann, das werden andere tun, aber die Vorwürfe sind da. Aber ich würde es nicht monokausal die Situation der ÖVP auf Korruptionsaffären oder Vorwürfe reduzieren. Es ist viel schichtiger, hat offensichtlich auch damit zu tun, dass der ÖVP Markenkern, das heißt Markenkern heißt das, wofür eine Partei steht, ist bei der Österreichischen Volkspartei in den letzten Jahren hat es Konturen verloren. Es ist nicht mehr so ganz klar, für was die ÖVP wirklich steht. Ist sie wirklich noch die wirtschaftskompetente Partei, auf die man sich verlassen kann, die auch Vorschläge hat, die Programme hat für die Zukunft? Also der Markenkern ist schwächer geworden. Das andere hat etwas zu tun, aber wiederum mit den Jahren der Obmannschaft von Sebastian Kurz, dass in diesen Jahren, es sind 4 oder 5 Jahre, das Erscheinungsbild der ÖVP in einem Ausmaß personalisiert war, wie noch vorher bei keiner anderen Partei. Das heißt, egal um welches Thema es gegangen ist, kommuniziert wurde es im Allgemeinen von Sebastian Kurz. Und Wahlmotiv oder überhaupt das Interesse an der ÖVP war die Person Sebastian Kurz. Das war für Mobilisierung, für Wahlerfolge gut. Jetzt ist aber diese Person nicht mehr da. Und die ÖVP ist auf einer schrägen Fläche. Wenn Sie mir noch ich muss immer Zahlen auch nennen, wenn Sie mir es gestatten, nur 3 Zahlen, sonst geht es mir nicht gut, wenn ich keine Zahlen nenne. Parteipräferenzen, Mai 2000, ÖVP 44%. Parteipräferenz, Mai 2021, ÖVP 33%. Parteipräferenzen, mehrere Institute, Mai 2022, 23%. Also wenn das nicht ein Absturz ist, zum einen, wenn hier nicht auch klar ist oder den ÖVP-Verantwortlichen
nicht klar ist, dass es grundsätzliche Änderungen der politischen Strategie, der politischen Kommunikation, der politischen Profilierung, der Schwerpunkte etc. gibt, dann sage ich jetzt etwas keck, weil Sonntag am Abend ist Ihnen nicht zu helfen. Es gibt eine aktuelle Umfrage, die das Profil veröffentlicht hat. In Umfragen sieht es eben tatsächlich nicht gut aus für die ÖVP. Im Profil Wählertrend sieht man klar am Beginn der Corona-Pandemie kratzt die Partei sogar an der 50%-Marke. Die absolute scheint zum Greifen nah, doch mit dem Abgang von Sebastian Kurz kommt dann der Absturz. Von absolute ist keine Rede mehr. Die ÖVP liegt in der aktuellsten Profilumfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique Research bei nur noch 22%, vor ihr die SPÖ und knapp hinter ihr die FPÖ. Kann Karl Nehammer diesen Trend noch umkehren, Eva Linsinger? Nicht leicht, und man sieht vor allem auch, die FPÖ liegt jetzt wieder wirklich nahe dabei. Das ist so quasi so nahe, wie es vor der Episode-Ära, glaube ich, kann man es nicht nennen, von Sebastian Kurz war. Es müssten ihm zwei Dinge gelingen. Das eine ist, Herr Blasser hat schon angesprochen, die ÖVP ist derzeit eine Wirtschaftspartei ohne Wirtschaftskompetenz. Unter der Ära von Sebastian Kurz galten die Themen Migration und Asyl. Das war teils sogar kontraproduktiv. Es wurden die Lehrlinge abgeschoben. Jetzt sucht die Wirtschaft händeringend nach Fachkräften. Und zweitens hat es eine inhaltliche Leere hinterlassen. Und man sieht das an dem doch sehr unkoordinierten Vorschlag von Karl Nehammer, da die Gewinne abzuschöpfen, die teils für blankes Entsetzen gesorgt hat. Da merkt man, wie viel Wirtschaftskompetenz der ÖVP verloren gegangen ist. Das könnte sich durch den neuen Superminister, wie er genannt wird, Martin Kocher, ändern. Er ist zweifelsfrei ein fachkundiger Ökonom, ob er auch politische Fortune hat, wird man sehen. Das Zweite, was mir entscheidend erscheint, ist, unter Sebastian Kurz war die ÖVP eine Art Kurz-Huldigungsverein. Alles, was er gesagt hatte, wurde akklamiert, es gab keine Diskussionen. Das hat man auch jetzt am Parteitag gemerkt. Er war inszeniert, gut, das ist bei jeder Partei so, aber sonst gab es nichts. Es gab keine Leitanträge, es gab keine Debatten. Also die ÖVP muss auch wieder das Diskutieren lernen, gerade in einer Zeit, wo die Themen wie Teuerung, Energiekrise, das sind ja lauter Themen, für die es keine einfachen Lösungen gibt und wo man wirklich fundierte Konzepte erarbeiten und auch diskutieren muss. Herr Fischler, waren Sie auch entsetzt über den Vorschlag, Gewinne abzuschöpfen bei börsennotierten Energieunternehmen, und was muss getan werden, um aus dem Umfragetief der Partei zu kommen? Also ich denke, dass dieser Saga sozusagen, diese Gewinne abzuschöpfen, ein bisschen ungeschickt ausgedrückt war. Gegangen ist es, wenn ich es richtig verstanden habe, dem Herrn Nehammer darum zu sagen, dass es wohl nicht so sein kann, dass also Milliarden Zufallsgewinne einfach eingesteckt werden und also damit die Profite der Firma erhöht werden. Ja? Dass man das also nicht so einfach bei einer börsennotierten Firma machen kann, dass man sich das sehr genau überlegen muss, das ist dann die andere Sache. Aber ich nehme ihm das eigentlich nicht übel. Ich glaube, dass er da wirklich in einer sehr positiven Absicht im Interesse der österreichischen Gesellschaft handeln wollte. Aber es ist daneben gegangen, das stimmt. Aber ich glaube, der Kern der Sache ist eigentlich ein anderer. Der Kern der Sache ist das, was der Herr Blasser am Anfang gesagt hat. Und ich, da bin ich auch der Meinung, wir sollten aufhören damit, immer den Kurz sozusagen im Hintergrund da irgendwo zu haben und als Referenz ständig zu verwenden. Ja? Die Ära Kurz, auch wenn es manche noch immer nicht glauben, ist vorbei, Punkt. Ja? Und jetzt geht es also darum, wie kann der Karl Nehammer, ich bin jetzt schon Ihrer Meinung, dass das schwierig sein wird für ihn, aber ich schließe nicht aus, dass es nicht machbar wäre. Ja? Und da, glaube ich, ist das, was der Herr Blasser gesagt hat, wirklich fundamental. Nämlich, wir brauchen eine neue Programmatik. Der Markenkern muss neu definiert werden. Und der Markenkern kann nicht definiert werden, wir gehen zurück zu dem, was vor 15 Jahren oder 20 Jahren war, schon gar nicht, was also jetzt in den letzten Jahren waren. Das ist etwas, wo man vorausschauen muss. Und das ist also sicher alles andere als einfach und leicht. Da muss man, glaube ich, sehr intensiv darüber nachdenken. Und da wäre, glaube ich, es wirklich gut,
wenn man da sich die besten Köpfe nicht nur aus der Partei, sondern die besten Köpfe, die man in Österreich finden kann, zusammenruft und denen einmal diese Frage vorlegt, was ist eigentlich das zentrale Thema für die Firma Österreich der nächsten Jahre. Ich meine, einige Themen liegen ja auf der Hand, also die werden ja ohne die ständig aufgezählt. Aber die Frage ist, wir müssen einen Schritt weiterkommen, nämlich so weit, dass wir sagen können, wie gehen wir mit dem Klimawandel oder wie alle diese Themen heißen, um. Ja? Was heißt das konkret? Was bedeutet das für mich als Bürger? Ja? Wir müssen viel mehr Übersetzungsarbeit leisten, ja? Oder Thema Sicherheit. Und zusätzlich, aber leider muss man sagen, das genügt auch nicht, weil das wirkt ja nicht sofort. Das braucht ja Zeit, bis sich so etwas entwickeln kann. Aber daher braucht man zusätzlich auch sozusagen einen gewissen Pragmatismus. Ja. Damit meine ich, der Karl Nehammer wird in den nächsten Monaten danach gemessen werden, wie sehr es ihm gelingt, die ganz brandaktuellen Themen in den Griff zu bekommen und wie sehr er da auf Führungskompetenz zeigen kann. Also bei der Teuerung zum Beispiel, nicht? Im Profil ist gestanden, was ist das Thema unserer Zeit? Erstens Teuerung, zweitens Teuerung, drittens Teuerung. Ja? So erleben wir das bei vielen Reaktionen. Ich sage nicht, dass das falsch ist, nicht? Sondern ich sage nur, also darauf muss aber unmittelbar und nicht in einem Jahr erst, sondern unmittelbar muss da eine Antwort her. Das zweite Thema ist natürlich das Sicherheitsthema. Ja? Ich meine, wir sollten wirklich nicht ignorieren, dass am 24. Februar eine neue Zeitrechnung begonnen hat. Ja? Aber was heißt das konkret für Österreich? Anstatt da die Frage zu diskutieren, Neutralität oder Nicht-Neutralität, würde ich sagen, man sollte darüber diskutieren, wie kann man die österreichische Neutralität tatsächlich zu einer Sicherheitspolitik machen, die diesen Namen auch verdient. Weil nur ein Neutralitätsgesetz zu haben, das hilft ja gar nichts. Ne? Und auch nur zu sagen, ja, wir müssen dem Bundesheer mehr Geld geben, das hilft auch nichts. Es muss ein Konzept auf den Tisch, das vom Bürger verstanden wird, wo der Bürger nachvollziehen kann, warum wird jetzt für das Heer und in welcher Weise und für welche Zwecke mehr Geld ausgegeben. Jetzt habe ich viel zu lange geredet, bitte Entschuldigung. Aber doch bei diesem Thema, weil das Thema Sicherheit war ja wirklich ein sehr großes gestern, das über allem irgendwie die Klammer war in der einstündigen Rede von Karl Nehammer. Jetzt hat Finnland und Schweden, also die wollen zur NATO gehen und Schweden hat es ja insofern gemacht, indem sie am 16. März zwei Monate gebraucht haben, nur unter Anführungszeichen bei so einem großen Thema, muss man sagen, dass sie einen Sicherheitsbericht erarbeitet haben. Alle 8 Parteien, das nennt man dort Reichstag, so wie bei uns das Parlament. Und dann eben befunden haben, sie sind doch sicherer, nicht mehr bündnisfrei, sondern unter den Schutzschirm der NATO gehen. Wird sowas mal angedacht, zumindest einmal so einen Sicherheitsbericht über alle Parteigrenzen hinweg zu erarbeiten? Naja, es ist keine Frage, dass das Thema Sicherheit mit dem 24. Februar wieder viel mehr in den Mittelpunkt gerückt ist, als es vorher der Fall war, notgedrungen. Aber wir haben andere Voraussetzungen in Österreich. Wir sind ein neutrales Land, wir bleiben ein neutrales Land. Ich glaube, dafür gibt es auch eine sehr, sehr große Zustimmung in unserer Bevölkerung. Aber es gibt natürlich viele Aspekte, die man da diskutieren kann, wie zum Beispiel eben, wenn man sich anschaut, welche Rolle unser Bundesheer hat, wo wir als Volkspartei ja auch ganz klar sagen, dass wir dieses Bundesheer stärken wollen, dass es eine Budgetaufstockung gibt. Das ist ja auch einer der Punkte, den der Bundeskanzler gestern in seiner Rede angesprochen hat, der jetzt für die nächsten Wochen und Monate zentral ist. Das ist auf alle Fälle ein Fokus auch in der Regierungsarbeit für die nächsten Monate. Dann frage ich andersherum, weil wir jetzt schon gehört haben von allen, dass hier der Markenkern verloren gegangen ist und der wieder gefunden werden muss, relativ schnell. Nächstes Jahr sind 4 Landtagswahlen in Kärnten, Tirol, Salzburg und Niederösterreich. Eine Stunde hat er gestern gesprochen. Wenn Sie jetzt eine Headline, eine Schlagzeile machen würden für die Titelseite einer Tageszeitung, was ist denn die inhaltliche Schlagzeile gestern von dieser einstündigen Rede aus Ihrer Sicht gewesen von Karl Nehammer? Inhaltlich?
Naja, ich glaube, es ist schon vorher gefallen in der Anmoderation. Ich würde sagen, die Volkspartei führt dieses Land durch die Krise. Das zeigt sich. Also wir haben einen Bundeskanzler, der sozusagen... Das ist managementmäßig, aber inhaltlich meine ich. Wir haben einen Bundeskanzler, der aktuell der oberste Krisenmanager dieses Landes ist, der das auch hervorragend macht. Und es sind einige Punkte, die da natürlich relevant sind. Ja? Also da mag ich mich gar nicht auf einen festlegen, weil wir bemerken ja, dass es sehr viele Themen gibt, die uns fordern. Neben der Sicherheit, das Thema Teuerung, zum Beispiel das Thema Pflege, alles Punkte, die gestern in dieser einstündigen Rede natürlich vorgekommen sind. Wir haben es auch gehört, also arbeitnehmernah oder mehr jetzt wirtschaftsliberal? Naja, das Wesen einer Volkspartei ist, dass man sozusagen versucht, ja, für alle Bevölkerungsgruppen das Beste oder den besten Ausgleich zu schaffen. Aber es ist natürlich keine Frage, dass wir als Volkspartei weiterhin für ein starkes Unternehmertum sind, für einen starken Wirtschaftsstandort und das auf alle Fälle einen Fokus in unserer Politik ausmacht. Das ist keine Frage. Aber weil sozusagen das immer gleich in so eine ideologische Debatte ausartet, möchte ich das schon festhalten, dass wir einfach erleben, dass wir mit unglaublichen Teuerungen konfrontiert sind. Das haben wir jetzt mittlerweile, glaube ich, alle hier festgestellt. Und dass wir da natürlich auch als Volkspartei sagen, dass wir da viel Geld in die Hand nehmen, also der Staat viel Geld in die Hand nimmt, um die Menschen zu entlasten, um zu schauen, dass ihnen am Ende des Tages wieder mehr zum Leben übrig bleibt. Und das ist einfach aktuell ein Gebot der Stunde und keine ideologische Debatte. Ich glaube, dass manche von den Maßnahmen vielleicht gut gemeint sind. Manche kommen zu spät oder gar nicht an. Und wenn man, wir haben zuerst versucht zu analysieren, warum geht die ÖVP in Umfragen nach unten. Wir haben Korruption festgestellt als ein Thema, die fehlende Wirtschaftskompetenz, die verloren gegangen ist ein wenig. Und ich glaube schon, dass dieser Kampf gegen die Teuerung, der ist schwierig, keine Frage, aber der gelingt zu wenig. Wir haben, das Vivo hat es in der vergangenen Woche gesagt, es drohen Wohlstandsverluste, die schlimmsten seit dem Jahr 1955. Tanken, Energie, all diese Dinge schnalzen nach oben. Es können sich die Leute kaum leisten und niemand sagt, dass es darauf leichte Antworten gibt. Nur ich finde, da macht der Vergleich auch sicher. Wenn man sich anschaut, was in Deutschland passiert, was da gerade der Wirtschaftsminister Habeck für Reden hält, die wirklich elektrisieren, die getragen sind von Zweifel. Was ist jetzt das Richtige? Die getragen sind aber auch von einem Willen zur Führung, der eine Linie vorgibt. Und genau das vermisse ich bei der österreichischen Bundesregierung. Und das, glaube ich, vermissen mehrere. Also dieser gemeinsame Weg, dieses Skizzieren, wohin wollen wir, wie wollen wir jetzt wirklich energieautark werden? Wie soll der Ausstieg gelingen? Wird es da, um noch einmal Habeck zitieren, werden wir dadurch alle ärmer werden? Also diese Mischung aus Führungsstärke, aus Realismus und auch dem Eingehen auf die neue Weltsituation, da glaube ich, erwartet man sich Führung. Und letzter Satz, es kann gut sein, dass die Neutralität die beste Variante für Österreich ist. Keine Ahnung, was bei einem Prozess herauskommt. Nur, dass man gar nicht darüber diskutiert, dass die Diskussion nach 2 Tagen abgewürgt wurde, dass man gesagt hat, okay, es ist jetzt wenige 100 Kilometer von Österreich entfernt ein Krieg und wir reden nicht einmal darüber, ob die Neutralität aus 1955 noch zeitgemäß ist. Ich glaube, so schreckt man die Leute eher ab und das wären lauter Dinge. Keine Ahnung, was die richtige Antwort ist, aber man muss zumindest die Diskussion führen. Und das, glaube ich, ist neben letzter Punkt, ich glaube, dass es der ÖVP auch gut tut, wenn sie aufhört, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Also Regierungswechsel, gut und schön, aber ich glaube jetzt, aus welchem Bund, welcher Minister kommt, das elektrisiert vielleicht auf einen Parteitag, aber der breiten Masse dort draußen, die wollen eher Antworten auf die Teuerung haben. Sie haben gesagt, Herr Blasser, es ist die letzte Chance für die ÖVP. Was muss sie inhaltlich, weil Sie eben auch vorher gesagt haben, der Markenkern ist verloren gegangen, was muss sie denn inhaltlich tun, wenn Sie das jetzt alles sich angehört haben, was es an Vorschlägen gekommen ist, über die Parteigrenzen hinweg etc. und eben Teuerung, was muss sie denn tun, um hier realisieren zu können? Sie muss gestützt auf Kompetenz und hier denke ich vor allem an die Möglichkeiten, Wirtschaftskompetenz zu demonstrieren, die letztlich diese Regierungsumbildung eröffnet hat. Die zusammen, also Wirtschaft und Arbeit, jetzt ein Superministerium, die Staatssekretariate rein thematisch, verfügt hier der Bundeskanzler Nehammer jetzt wirklich eine, wie ich glaube, von der Kompetenzausstattung hervorragende Möglichkeit,
ja, aktiv zu werden. Aber es ist eine Möglichkeit, die man ergreifen muss. Auf dieser Ebene auch einen wirklich hervorragenden, nämlich auch fachlich und wissenschaftlich ausgewiesenen Experten, ist der Kollege Kocher. Das ist weit über die Parteien hinaus. Es ist angesprochen worden, er wird jetzt noch mehr politisch gefordert werden. Wir werden das beobachten, wie er sich in einem solchen Druck gegenüber verhält. Wirtschaftskompetenz drüber hinaus, aber eine Positionierung in der Gesellschaft und gegenüber der Gesellschaft. Ich versuche es zu erläutern an einem Beispiel. Es könnte sein, die ÖVP nimmt sich jetzt vor, was auch dringend geboten wäre in den nächsten Jahren, zentrale Absicht ist, Wohlstandsverluste zu verhindern. Man kann es auch positiver formulieren, Wohlstand sichern. Man kann auch stärker eingehen und müssen stärker eingehen auf Alltagsprobleme der Bevölkerung in dem Zusammenhang. Also nicht nur wirtschaftspolitische abstrakte Kennzahlen, sondern wie das im Alltag erlebt und auch besprochen wird. Und es werden auch immer stärker latente Abstiegsängste in Teilen der Bevölkerung entstehen. Auch da müsste man proaktiv sein. Auch hier, ich bin jetzt nicht der Kommunikationsstratege der Bundesregierung, aber ein Satz könnte sein, wir lassen niemanden zurück, nicht? Unter keinen Umständen. Wir werden alles tun, um zumindest das zu verhindern. Und noch einen Satz zur Kommunikationsstrategie, die notwendig wäre, weg von politischem Marketing. Weg von der Message-Disziplin, von jeden Tag eine andere Botschaft und so weiter. Das haben wir sehr professionell einige Jahre miterlebt. Und ich stehe nicht an zu sagen, dass es mich in den ersten ein, zwei Jahren auch durchaus fasziniert hat, weil es für mich auf Österreich heruntergebrochen etwas Neues war. Nur das ist jetzt vorbei, ist auch nicht mehr adäquat dieser multiplen Krisensituation. Auf was ich hin möchte, Kommunikationsstrategie, realistisch, realitätsbezogen kommunizieren. Nicht mehr zu sagen, nichts zu sagen, was man ohnehin nicht halten wird können. Die Frau Kollegin hat das angesprochen. Ein Politiker, der jetzt sagt, ich werde Wohlstandsverluste verhindern, ja, das wird nicht gehen. Aber ein Politiker, der sagt, ich werde alles Tag und Nacht dazu tun, dass es ansatzweise erträglich wird. Und hoffe, dass es in 3 oder 4 Jahren, so lang kann nämlich diese Transformationsperiode dauern, wiederum etwas besser wird. Das heißt, einen schonungslosen Realismus, was bedeutet, die Herausforderungen zu benennen, gleichzeitig aber auch nicht vorzuspiegeln, die Politik, der Staat könnte das alles tun. Der Staat, einen Satz nur, kann, auch wenn er sich noch weiter verschuldet, eines nicht tun. Allein den Verlust an Sparvermögen, die jetzt entwertet werden in diesem Jahr, das kann der Staat den Menschen nicht zurückgeben. Aber er kann ihnen das Gefühl vermitteln, er ist ihr Partner, er kämpft für sie und er wird alles tun, um eine jetzt wirtschaftliche Katastrophe, das kann in Richtung auch Verarmung einzelner Bevölkerungsgruppen führen. Und das würde mit ganz neuen Problemen in dem Land führen. Das kann auch mit Protestbewegungen, die jetzt noch nicht ersichtlich werden. Warten wir ab, ob es nicht vielleicht in einem halben Jahr auch hunderttausende Demonstrationen und vieles andere. Das schließe ich nicht aus angesichts dieser Inflationsdynamik. Kommunikationsstrategie, das ist Ihr Hauptjob, das ist der Job der Generalsekretärin. Sie machen ja den Job, den Karl Nehammer und der Sebastian Kurz gemacht haben, machen Sie jetzt eben für Karl Nehammer. Hat Fritz Blasser recht, wenn er sagt, eben alles Marketing etc., das alles weg, was die letzten Jahre war, was ist Ihre Kommunikationsstrategie? Naja, ich weiß nicht, ob ich Ihnen zu 100% recht geben kann, aber in einem Punkt würde ich schon zustimmen, dass es den Leuten am Ende des Tages darum geht, was wirklich passiert und was wirklich beschlossen wird.
dass eine gewisse Form der politischen Kommunikation schon dazugehört, weil Menschen sollen ja auch mitbekommen, was die Politik tut. Also ein gewisses Informationsbedürfnis gibt es natürlich. Aber die Antwort auf das, was die nächsten Wochen und Monate passieren soll, wurde eh schon genannt. Ja, weil während in Deutschland noch Reden gehalten werden, werden bei uns einfach Maßnahmen auf den Weg gebracht und Dinge tatsächlich beschlossen. Also weil auch das Thema Teuerung angesprochen wurde. Ich meine, wir haben da als eines der ersten europäischen Länder 2 Antiteuerungspakete auf den Weg gebracht. Das ist wirklich nicht nichts. Ja. Das ist eigentlich sogar sehr, sehr viel. Ich muss jetzt nur kurz trotzdem widersprechen. Insofern in Deutschland haben sie die Energie, die Abhängigkeit von Gas von 55 auf, glaube ich, knapp 32% gesenkt und wir sind noch immer bei 80. Nicht? Also man kann jetzt nicht immer sagen, Deutschland macht nichts. Es gibt in allen europäischen Ländern unterschiedliche Maßnahmen, die da jetzt getroffen werden. Manche machen weniger Sinn, manche machen wahrscheinlich mehr Sinn. Bei uns hat man sich dazu entschieden, dass man Maßnahmen trifft, wo tatsächlich Entlastungen bei den Zielgruppen ankommen, die es tatsächlich brauchen. Also wenn man sich anschaut, zum Beispiel vor allem Vulnerable-Gruppen beim ersten Antiteuerungspaket, wo in erster Linie Mindestpensionisten profitieren. Aber ja, wir haben von Anfang an gesagt, dass wir das natürlich weiter beobachten müssen und dass es vermutlich weitere Maßnahmen brauchen wird, die auch der Finanzminister gerade erarbeitet. Aber die Frau Reiter hat damit begonnen, dass sie sich gefragt hat, wie legen sie die Kommunikation in Zukunft an? Ja, weil einfach so weitermachen wie bisher wird ja nicht gehen. Mit der Message Control, das ist auch zu Ende. Das muss Ihnen klar sein. Ja. Und ich bin nicht derjenige, der da öffentlich Ratschläge erteilt, aber wenn ich auf Ihrem Stuhl sitzen würde, würde ich mir mal Folgendes überlegen. Ja. Ob es nicht wesentlich vernünftiger wäre, jetzt zu versuchen, sozusagen für die zentralen Themen, um die es geht, ja, die der Herr Blasser ja schon genannt hat, jeweils einen Chor zu entwickeln. Weil es wäre ganz schlecht, wenn der Herr Nehammer sozusagen als der einsame Rufer in der Wüste daherkommt, ja, in der Öffentlichkeit. Ich glaube, und unter Chor verstehe ich eben, dass es da die wissenschaftliche Stimme gibt, die in diese Zielsetzungen, um die es geht, in diese Chorfragen mit einstimmt. Da geht es also um die Frage auch von Intellektuellen, da geht es also auch um Journalisten, um die Rolle der Länder, die Landeshauptleute. Wen auch immer. Ja, auch die sollen mitreden. Ich bin ja absolut dafür, dass sie mitreden, aber sie müssen dann zu dem stehen, was sie dann vorher mitgeredet haben, ja, und nicht dann wieder ihre Eigeninteressen verfolgen. Das ist eigentlich der zentrale Punkt. Also, was ich sagen will, ist, es braucht hier sozusagen das, was seinerzeit in den 70er Jahren dem Herrn Kreisky so viel Erfolg gebracht hat, ja, mit seinen 5000 Experten damals, ja, das war ein großer Chor. Und die haben also tatsächlich auch dann entsprechend die Entwicklung in Österreich angestoßen und weitergebracht. In die Richtung, glaube ich, muss man jetzt gehen, wenn man etwas erreichen will. Und außerdem, glaube ich, ist also eines schon auch noch wichtig, ja? Nämlich die Frage, wie schaffe ich die Brücke, weil die 100% am Parteitag waren ja sehr schön, alle haben es, also auch ich als ÖVPler habe mich sehr gefreut darüber, aber nur das ist noch deswegen keine Garantie, dass man wieder Wahlen gewinnen wird. Ja? Das ist eine ganz andere Baustelle. Und die Frage ist, wie schafft man es, dass also von dieser Begeisterung, die offensichtlich in Graz vorhanden war, der Funke überspringt, zunächst einmal auch auf die nicht dort anwesenden ÖVP-Mitglieder, die ja also in der Regel so eher zurückhaltend sind, wie wir alle wissen. Aber vor allem, wie schafft man es, dass also dieser Funke überspringt auf die Bevölkerung? Weil das ist ja die Voraussetzung dafür, dass es möglich wird, eine Trendumkehr auch dann bei den Wählerverhaltensumfragen zustande zu bringen. Stimmen Sie ihm zu?
Naja, ich stimme insofern zu, dass der Parteitag natürlich nur ein Startschuss war für die nächsten Wochen und Monate, wo man das Regierungsprogramm weiter abarbeiten wird, wo man sich eben mit den Krisen unserer Zeit auseinandersetzen wird. Und da ist ein Parteitag ein erster Meilenstein sozusagen, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, aber war trotzdem ein sehr wichtiger und mit diesem Ergebnis natürlich auch ein unglaubliches Zeichen der Geschlossenheit. Und zu dem Punkt mit dem Experten, der da noch genannt worden ist, also ja, keine Frage, natürlich ist es wichtig, dass die Politik sich mit Experten austauscht, die auch einbindet. Das passiert ja auch laufend. Und Teil unseres Chors, wie Sie es genannt haben, ist ja auch unser Regierungsteam, was also. Jetzt ist aber nur ein kleiner Chor, ja. Wir brauchen einen größeren Chor. Ich weiß schon, was Sie meinen, aber trotzdem ist das Regierungsteam ja wohl ein zentraler Bestandteil dieses Chors. Da haben wir unglaublich qualifizierte Persönlichkeiten, die Teil unseres Regierungsteams sind, wie zum Beispiel Martin Kocher, der schon angesprochen wurde, der jetzt diese beiden neuen Bereiche übernimmt und auch da eine herausragende Arbeit leistet. Also diese grundsätzliche Abstimmung mit Experten passiert laufend und dem ist ja nichts entgegenzusetzen. Ja. Aber zusammengefasst, also einem größeren Chor, wie Franz Fischer das gern hätte, erteilen Sie eine Absage? Nee, ich glaube, also wir werden uns vielleicht noch genau darüber unterhalten müssen, wie dieser Chor dann ausschauen sollte, aber ich glaube, dass es diesen Chor per se gibt, weil den Austausch mit Experten, den gibt es. Wir sind breit aufgestellt als Volkspartei, wir haben ja unsere Teilorganisationen, unsere Interessensvertretungen, die ja Teil also, unserer Partei sind. Also Entschuldigung, jetzt muss ich Ihnen aber mal wirklich widersprechen, ja, weil Sie reagieren auf alles das, was hier gesagt wird, ja, wir machen ja eh und wir tun ja eh. Ja, und es gibt es alles schon. Also es gibt es nicht. Bitte, darf ich Sie daran erinnern, dass wir bis vor kurzem und in der Zeit des Sebastian Kurz das gar nicht zugelassen haben, dass es einen Chor in der Öffentlichkeit gibt, sondern da hat es Message Control gegeben und nicht einen Chor. Also da muss ich wirklich widersprechen, weil die Zuspitzung auf die Person Sebastian Kurz ist in erster Linie medial basiert und darüber hinaus hat auch unter Sebastian Kurz wurden genauso Länder eingebunden, wurden genauso Bünde eingebunden. Also Entschuldigung, das ist selbstverständlich, vor allem in der Volkspartei. Diese Abstimmung gibt es immer und genauso gibt es auch die Kommunikation diesbezüglich. Ja? Haben Sie jetzt wirklich gesagt, die Zuspitzung auf Sebastian Kurz als Person ist nur medial passiert? Ist in erster Linie medial passiert. Aber nein, also ich will mir jetzt nicht in dieses ÖVP-interne Match, wer im Chor singt, einmischen, aber dass diese Inszenierung, es gibt nur einen, der die neue Volkspartei anleitet mit einer neuen Parteifarbe, dass das nicht von den Medien kam, sondern dass das seine Inszenierung war, eine gerade zu Beginn auch durchaus erfolgreiche Inszenierung, das glaube ich ist quasi festgeschrieben, es sind ja immer die Medien am allem schuld, aber das war natürlich keine mediale Inszenierung, das war seine Inszenierung und die Message Control kam natürlich auch von dort. Das ist ja völlig klar. Also das haben wir nicht die Medien erfunden. Und die Zuspitzung auf ihn, dass er die einzige Stimme ist in der ÖVP und dass sich die anderen quasi unterordnen, auch das kam dort. Und er hat Wahlen erfolgreich gemacht. Und das macht immer einen Parteichef, eine Parteichefin am allererfolgreichsten. Wenn jemand Wahlen gewinnt, kann man sich wahnsinnig viel erlauben. Aber dass die Medien das erfunden haben, das ist eine Geschichtsklitterung, die schon fast seltsam ist. Wie sollte denn, Herr Blasser, das Verhältnis Bund-Länder jetzt sein? Das Durchgriffsrecht war gestern überhaupt kein Thema am Parteitag. Wird das ein totes Recht sein oder wie sollte Karl Nehammer hier vorgehen? Das Durchgriffsrecht, das sich Sebastian Kurz beim Parteitag 2017 ja nicht ausverhandelt, sondern de facto, es war die Bedingung von ihm, eine von fünf Kardinalbedingungen, das hat er selbst auch nur punktuell und zwar auch nur, was die Zusammenstellung der Bundesliste betrifft. Und da war er nicht der einzige ÖVP-Parteiobmann. Die haben zwar die früheren nicht diese statutarische Kompetenz gehabt, aber es war irgendwie die Usance, die Bundesliste setzt der Parteiobmann zusammen. Das ist manchmal gut gelungen und manchmal nicht ganz gut, weil doch andere Interessen da waren. Also da war er wirklich, hat er seine statutenmäßigen Kompetenzen ausgenutzt. Sonst, ich konnte Innengespräche und informelle Gespräche zwischen Sebastian Kurz und Landeshauptleuten selbstverständlich nicht mitverfolgen. Aber nur was für mich mitverfolgbar war, hat er sich gar nicht so anders verhalten den Landeshauptleuten gegenüber. Das heißt, hier
informell vorinformiert, eingebunden etc. Aber Herr Fischler hat es angesprochen, es ist eben eine bestimmte, ein Charakteristikum hier vor allem von ÖVP-Landeshauptleuten, Landeshauptfrauen. So ganz berechenbar sind sie nicht, nicht? Und manchmal eben überwiegen regionale und andere Eigeninteressen. Und vor allem, wenn etwas gut ist, dann ist man dabei gewesen, ja, war sogar der Anreger, nicht? Und hat die Hinweise gegeben, wenn etwas ein bisschen schlecht oder gar polarisiert, sagt man, Wien hat es versemmelt. Das sind aber so fast archaische in der Geschichte der ÖVP, politische Geschichte, wirklich tief verwurzelte. Aber ich gehe eben nicht davon aus, dass jemand, gerade wie Bundeskanzler Nehammer, der die Partei in einem Ausmaß kennt, aber auch derartig viele persönliche, und zwar über Jahre hinweg, Freundschaften, auch wenn Parteifreundschaften mit Vorsicht zu genießen sind, aber manche werden auch tatsächlich Freundschaften sein. Das heißt, ich gehe davon aus, dass er in keiner Form auf statutarische Kompetenzen zurückgreifen muss, sondern das in persönlichen Gesprächen klären wird. Darf ich es nur noch abrunden und setze auch auf die Vernunft oder Rationalität der ÖVP-Landeshauptleute oder der, ja, ob Männer, ob Frauen der Teilorganisationen, dass sie sich des Ernstes der Situation im Klaren sind, wer jetzt, ohne dass es wirklich, ja, notwendig ist, Bundeskanzler und Parteiobmann Nehammer in der Öffentlichkeit typiert, der ist wirklich schuld an einer Malaise, die er vielleicht gar nicht absehen kann. Ich denke eben, die Landtagswahlen werden eine wirklich ganz wichtige Entscheidung sein, die Ergebnisse, ob man hier eine gewisse Schuld, sollte es Verluste geben, an den Bundeskanzler und neuen ÖVP-Chef zuschiebt oder nicht, oder? Natürlich, so wie es jetzt aussieht, ist das jetzt dieses Jahr ein Jahr ohne Wahlen. Und es gibt die Bundespräsidentenwahl, aber es gibt keine Landtagswahlen, wenn nicht doch eine vorverlegt wird, wenn nicht in Vorarlberg oder sonst wo etwas Gröberes passiert. Und das bedeutet natürlich auch eine gewisse Chance. Karl Nehammer ist natürlich durch den Parteitag gestärkt. Die ÖVP ist vorerst, wie lange weiß man ja bei der ÖVP nie genau, aber vorerst geschlossen. Und von der Regierungsumbildung war er zwar am Anfang überrascht von manchen Rücktritten, aber es ist jetzt trotzdem eine zweite Chance. Er hat jetzt da auch Expertise hinzugefügt, da könnte er und die Regierung in die Gänge kommen. Seine bisher kurze Kanzlerschaft war durchwachsen. Er hat manches probiert, ist nach Butscha und nach Moskau gereist. Manches hat mehr, manches hat weniger gut funktioniert. Was er jetzt, glaube ich, am dringendsten braucht, und das wird auch über den Erfolg und Misserfolg bei den Landtagswahlen entscheiden, ist eine Linie vorzugeben, sowas wie Führung. Und Sie haben gefragt, klar, das ist immer so, wenn Landeshauptleute Wahlen gewinnen, ist es ihr Erfolg. Wenn sie es verlieren, ist die Bundes-ÖVP schuld. Das ist in der SPÖ aber natürlich nicht anders. Und das könnte für ihn schwierig werden. Genauso aber für die SPÖ-Parteichefin. Gibt es eine Schmerzgrenze eigentlich, was die Landtagswahlen betrifft, wo man sagt, oder ist jetzt am wichtigsten, Erster, also zu bleiben, beziehungsweise den Landeshauptmann oder Landeshauptfrau Sessel zu behalten? Gibt es eine Schmerzgrenze, was Verluste betrifft? Nein, also die Frage stellt sich überhaupt nicht. Bis zu den Landtagswahlen ist noch einiges an Zeit. Wir wissen, da kann in der Politik sich vieles noch verändern, auch was die Stimmungslage betrifft. Und jetzt aktuell merken wir, dass wir in der Volkspartei eine extrem gute Stimmung haben, dass wir sehr viel Zuspruch für unseren Bundeskanzler bekommen, nicht nur in der eigenen Partei, sondern generell in der Bevölkerung. Auch dafür seine Arbeit in den letzten Monaten. Also insofern stellt sich die Frage für uns aktuell überhaupt nicht. Gut, also bei den Umfragewerten war es zumindest bundesweit 22%. Herr Fischler, macht Gleichgewicht zwischen Landeshauptleuten und Bundeszentrale, wie soll dieses Gleichgewicht aussehen? Also ich würde so sagen, erstens einmal, glaube ich, wäre es ganz schlecht, wenn man in frühere Zeiten zurückfallen würde, wo ja regelmäßig, wenn irgendwelchen Ländern irgendwas nicht gepasst hat, man dann mit dem Geldhahn gedroht hat. Ja? Also diese Zeiten sollen ein für alle Mal vorbei sein. Das ist im Übrigen, dass sich das geändert hat, ist also schon ein Verdienst auch des Sebastian Kurz. Das muss man also, glaube ich, anerkennen. Das Zweite, ich würde sagen,
das, wenn man sich fragt, was ist eigentlich das USP des Karl Nehammer? Ja? Also ich glaube, dass seine besondere Stärke genau darin liegt, dass er es besser versteht als sein Vorgänger mit diesen verschiedenen Interessensgruppen, ob das jetzt die Länder und die Landeshauptleute sind oder ob das die Bünde sind oder ob das andere Interessensgruppen sind, also mit denen umzugehen in einer Art und Weise, dass die den Eindruck hat, er hört ihnen zu und er nimmt ihre Argumente ernst, aber er behält sich dann trotzdem vor, selber eine Entscheidung zu fällen. Und das ist eigentlich, glaube ich, eine sehr positive Entwicklung. Vielleicht noch eine Frage eben zum Schluss, Frau Linsinger. Wer ist denn sein engster Beraterstab, Beraterinnenstab? Nach allem, was man hört, ist das einerseits in jetzt nicht geordneter, sondern einfach ist es der Nationalratspräsident Sobotka, ist es die niederösterreichische Landeshauptfrau Mikl Leitner, ist es natürlich auch seine Ehefrau, die ja auch in der Politik war und ihn da mitberät. Und das, aber korrigieren Sie mich, das wird als sein engster Berater in den Kreis beschrieben. Ich glaube noch der Herr Wöging, oder? Ich meine, das passt irgendwie so, aber auf jeden Fall eher Niederösterreich-lastig. Wir sind schon am Ende der Sendung angekommen. Ich danke meinen Gästen für die Diskussion und Ihnen zu Hause. Danke fürs Zusehen. Reden Sie darüber. Das Team und ich freuen uns, Sie nächsten Sonntag wieder im Zentrum begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.